Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im TSW 3. Heute mal hier wieder unterwegs auf der Midland Mainline zum zweiten Mal. Und zwar mit dem HST in dieser wunderschönen Intercity-Lackierung aus dem Creators Club. Ich würde sagen, wir steigen mal ein, rüsten auf und den Rest erkläre ich gleich. Dafür einmal den Hauptschlüssel auf freigeschaltet und in die Vorwärtsstellung. Türen machen wir links auf. Motor ist jetzt gestoppt. Das passiert automatisch, wenn die Türen öffnen. Instrumentenbeleuchtung machen wir an. Wir schalten unsere Sicherungssysteme an. AWS ist an. Dann sind wir eigentlich auch soweit nahezu abfahrbereit. Wir schalten uns noch die Lichter an. Sehr schön. Genau, also ne, Midland Mainline hat ein Update bekommen. Und wir sind jetzt hier unterwegs auf der geupdateten Strecke. Ich habe das mal versprochen, dass wir mit dem... Ups, wir haben die Türen zu früh geschlossen. Ich habe ja mal versprochen, dass wenn wir... Die Türen sind verriegelt, TSW. So. Motorstart. Genau, also ich hab mal versprochen, ne, wenn das Update gekommen ist, dass wir mal hier auf der Strecke langfahren. So, genau, der Motor läuft wieder. Und wir können abfahren in dieser wunderschönen morgendlichen Beleuchtung. Wir schalten Leistung auf. Traktionssperre wird nicht gelöst, während die Führerstands- oder Fahrgasttüren geöffnet sind. Ja? Oh. So, Türen jetzt zu. Und jetzt hier den Motor bitte an. Müssen wir dafür in die Neutralstellung. Motorstart. Ventilator, ne, den brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Motorstart. Local Engine Stop, ne? Also Hauptschlüssel ist freigeschaltet. Vielleicht doch in Vorwärtsstellung. Motorstart. Ne, irgendwie nicht so. Aber wenn ich jetzt hier wieder auf die Türfreigabe reinpacke, dann sind die Türen zwar jetzt offen, aber der Motor startet wieder. Jetzt habe ich die Türen geschlossen und der Motor stoppt wieder. Warum? Warum macht er das? Parkbremse on. Ah ne, ach, jetzt läuft unser Motor und die Türen sind zu. Sehr schön. So, gut. Dann, genau, wir schalten Leistung auf. Hervorragend. Auf geht's. In unserem HST, ein legendärer britischer Zug. Auch in einer Lackierung, die ja, in diesem Sinne auch schon fast legendär ist. Das ist aber ein gutes Horn. Schön, diese Beleuchtung morgens. Ach, das liebe ich ja. Wow. Man in dieser Beleuchtung echt nicht genug davon. Das ist unglaublich. So, jetzt aber genug davon. Wir halten als nächstes in Loughborough. Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Ah, das war ein bisschen zu viel Leistung. In Maximalstellung und dürfen 70 Meilen pro Stunde fahren.
DS blinkt bzw. piept vor sich her. So soll das. So, das müssten die 110 sein, die jetzt freigegeben sind, sobald wir mit dem Zug dann vorbei sind. Ich hoffe, das galt für uns. Ja, genau. 110 vor Max 125 Meilen pro Stunde. Gab ja ein großes Update für jetzt für Midland Mainline. Eins von zwei Patches, die in Arbeit waren bzw. sind. Ein zweites wird noch kommen, Stand der Aufnahme. Wir sind mit 60 FPS unterwegs. Das führt mich zu der Frage, ob wir nicht ein bisschen was an der Wolkenqualität verändern könnten. Erstmal kommt da ein Kollege entgegen. Und zwar, wenn ich in die Einstellung gehe, dann könnte ich ja theoretisch an dieser Stelle bei den erweiterten Einstellungen die Qualität des Himmels auf sehr hoch stellen. Ja, immer noch 60 FPS, das passt. Die Lackierungen, mit der wir hier unterwegs sind, das passt natürlich in diesem Sinne nicht, aber das ist mir egal. Ich finde sie sehr schön. Finde ich auf jeden Fall interessanter als mit der Vanilla-Lackierung zu fahren. Also, warum nicht? Sind das 140 km/h? 130 so? 130, 140 müsste glaube ich irgendwie sowas sein. Ja, ich glaube 140 eher. So, ich nehme mal ein bisschen die Leistung zurück. Also der hat ja schon echt lang gebraucht, um auf die 110 zu kommen, ne? Aber gut, es ist halt ein Dieseltriebzug, da das dauert wohl etwas, bis der auf die entsprechende Geschwindigkeit kommt. Oh, wir dürfen 120 fahren. Dann machen wir das auch. Ja, das Update, das hat auf jeden Fall, glaube ich, einiges hier gebessert. Die Performance ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ne, 60 FPS durchgehend. Es gab Verbesserungen am Fahrplan. Also es sind jetzt mittlerweile viel mehr KI-Fahrten dabei. Auch Güterzugfahrten, wobei diese Güterzugfahrten auf der Konsole aktuell noch nicht verfügbar sind, aber das kommt noch. Und generell an der Szenerie wurde, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel getan. Dafür haben wir uns die Strecke gar nicht ausführlich genug bisher angeguckt, als dass ich das zumindest jetzt beurteilen könnte, was sich da verbessert oder verschlechtert hat. Aber ihr seht es selbst, die es interessiert, die sehen das ja jetzt natürlich jetzt bei dem Licht. Ist nicht jedes Detail erkennbar, aber ich finde, ups. Aber ich finde, es muss ja auch ein bisschen schön aussehen, ne? Und ich finde diese morgendliche Stimmung ist schon ein bisschen länger her, das war ein bisschen zu schnell. Schon ein bisschen länger her, als wir das letzte Mal wirklich in so einer morgendlichen Stimmung unterwegs waren, so richtig. So.
Wow. Ja. Was ist das? ABS hat eine Zwangsbremsung ausgelöst. Aber warum? Warum eine Zwangsbremsung? Ich musste ja nichts bestätigen, so, sonst hätte es doch diesen sehr, sehr hohen, schrillen Ton gegeben, den ich hätte bestätigen müssen, oder nicht? Also das verstehe ich jetzt nicht. Also gut, vielleicht ist das so, vielleicht soll das so, und ich kenne mich nicht gut genug mit der britischen Eisenbahn aus, aber normalerweise hat man ja ein paar Sekunden Zeit, um das zu bestätigen, und in der Zeit kommt ja dieser schrille ABS-Ton. ABS habe ich jetzt. Okay. Erstmal, bis sich die Brakepipe füllt. So, ja, jetzt wird der Druck aus dem Bremszylinder gelassen. Und die Bremsen sind jetzt fast komplett gelöst. Das heißt also, wir gehen schon mit der ersten Leistungsstufe rein. Und jetzt können wir anfahren. Also habe ich jetzt nicht verstanden, warum. Aber okay. Wie sieht es eigentlich hier bei den Passagieren aus? Keiner drin. Echt gar keiner, ne? Das sieht toll aus. Aber warum sind denn keine Passagiere hier drin? Das weiß ich jetzt auch nicht. Also hoffe ich, dass das noch im nächsten Patch irgendwie verbessert wird. Was ist da? Achso. Ist nur eine Brücke. So, wir dürfen 110 fahren. Hier extra das Schild für den HST, dass der hier schneller fahren darf. Ah ne, also der darf, ja. Gut, der darf 110 fahren. Genauso wie alle anderen Züge, von daher verstehe ich nicht, warum das Schild da extra da ist. Hätte man sich auch einfach dann sparen können, oder nicht? Dann beschleunigen wir wieder. Ja, sind jetzt schon zu spät in Loughborough. Fahrdienstleiter kontaktieren. Was können wir denn sonst noch hier im Führerstand so machen? Frage ich mich. Gehen wir mal systematisch vor. Hier können wir die Spitzensignale einstellen. Das ist die ABS-Isolierung, Windschutzscheiben und Froster. Cool, können wir umstellen. Pultbeleuchtung. Aha, sehr schön. Haben wir so eine kleine Fahrplanleuchte. Da ist nichts. LED-Test. Das funktioniert. Das mag ich. Das ist sehr cool. Das funktioniert ja bei den deutschen Loks nur bei den wenigsten. So 1,5 Meilen noch. Aufpassen. Zugversorgung aus. Nee. Parkbremse aus. Ja. Zugversorgung an. Ist vermutlich schon an.
DRR zurücksetzen brauchen wir nicht. Packen wir uns an. Nein, besser nicht. Okay, konzentrieren wir uns auf den Halt und gucken dann gleich weiter, was wir noch im Vorstand machen können. So, ich bremse mal. 120 dürfen wir gleich fahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Bremsstellungen es gibt, bevor wir in die Schnellbremsung reingehen. Ich glaube 4 oder 5. Okay, eine 4. haben wir auf jeden Fall zur Verfügung. Die sollten wir jetzt auch mal schleunig ziehen. 5 haben wir auch noch, sehr gut. Das müsste jetzt aber auch eigentlich reichen. Von der Bremskraft her. So, wir lösen mal aus. Okay, wir stehen komplett am Bahnsteig. Ziehen noch mal ein bisschen an. Sehr schön. Na, immerhin war der Halt akzeptabel. Und wir öffnen die Türen. Wir können auch mal aussteigen. Exeter. Hier mal in den, in den Innenraum der Fahrzeuge. Was wir mittlerweile können, ist uns oft in die Fahrzeuge setzen. Das klappte vor dem Update nicht. Lass mich raus. Ja, eine funktionierende Anzeige mit unserer Verspätung. Das passt soweit. Schade. Okay, sehr gut. Okay, zurück in den Führerstand. In unseren HST. Tür zu. Ups, nee. Falscher Sitz. So. Und Tür zu. Hoffen wir mal, dass der Motor direkt mit angeht. Jetzt haben wir schon wieder das gleiche Problem. Motorstart gedrückt. Ja, okay. Ja, sehr schön. Das funktioniert soweit. Bremse lösen. Bremse löst sich. Wir schalten Leistung auf. Leistung wird aufgeschaltet. Mit ungefähr 800 Ampere. Ampere. Okay. Nächster Halt East Midlands Parkway in jetzt. Ja, nee, wird nix. Ups. Wir dürfen, glaube ich, 120, 125 sogar fahren, also vor Max. Ja, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass wir die erreichen vor dem nächsten Halt. Also fahrplanmäßig nicht schlecht. Ne? Uns ist schon richtig viel entgegengekommen bisher in den wenigen Minuten.
Apropos fahrplanmäßig, wir haben einen Halt hier in Eastern Plains Parkway, in Long Eaton und dann in Derby. Und Derby ist dann unser letzter Halt. Werden wir gleich hier diesen Abschnitt nach links befahren. Der Abschnitt nach rechts lässt sich auch befahren. Aber nicht mit unserem Zug hier heute. Wir machen da praktisch, nehmen die Abzweigung nach Derby und ich glaube die andere Abzweigung ist Sheffield. Nee, das ist praktisch. Wir fahren in Richtung Sheffield und die andere Abzweigung ist, glaube ich, Nottingham. So, ich gehe schon mal ein bisschen mit der Leistung langsam runter. Wobei, das ist noch ein bisschen sehr früh, wir haben immer noch ganze 2,5 Meilen fast. Bis der Motor komplett in den Leerlauf gegangen ist und wir können jetzt mal langsam anfangen zu bremsen. Ich glaube, wir haben keine, der Zug verfügt nicht über eine Motorbremse, ne? Das würde man ja ansonsten hören. Hier einer der der Landmarks der Strecke, ich glaube, das ist ein Kohlekraftwerk. Sehr, sehr idyllisch. Ist dann somit das mindestens zweite Kohlekraftwerk, das wir im TSW haben. Neben Rosig Nord. Da haben wir das Kraftwerk von Mark Elverlingsen. So, und wir halten hier. Das sieht auch irgendwie rechts so total dystopisch aus, oder? Mit diesen riesigen Kühltürmen. Da war das Signal. Das habe ich jetzt erwartet und das habe ich bestätigt. Also keine Zwangsbremsung. Aber warum die Zwangsbremsung vorhin? Habe ich nicht verstanden. Ja, das passt. Also schon krass, oder? Kann man hier vielleicht irgendwas entdecken, so Easter Egg-mäßig? Gibt es hier irgendwas? Hier fehlt so ein bisschen der ambiente Sound, aber gut, normalerweise ist das, glaube ich, nicht dafür gedacht, dass man mit der Kamera hier hinfliegt. Wobei hier auch schon ziemlich viel an Details nebenbei hier so verbaut wurde, ne? Gucken wir uns mal das Ganze von weiter oben an. Also wirklich eine riesige Anlage da. Sogar mit Gleisen, die hier lang führen. Vielleicht war es ja mal ursprünglich gedacht, dass hier noch so eine Art Werksbahn oder sowas potenziell mit reinkommen könnte. Ja, und hier diese Kühltürme. Verrückt.
Türen schließen. Ich hoffe, der Motor startet. Come on, lieber Motor. Jawohl. So, warten wir. Genau. Bremse lösen. Bremse ist gelöst und wir können abfahren. Aber wir haben halt zu erwarten. Also muss ich sagen, makrotechnisch echt schön. Klingt sehr gut. Achso, genau, wir waren dabei, den Führerstand uns näher anzugucken. Hier haben wir ansonsten die Notbremse, betätige ich jetzt nicht. Das GSMR ist nicht bedienbar. Das Führerbremsventil. Motorstopp-Lokführersummer. Belohnung erhalten. Schaffnersignal verwendet. Komm her, Schaffner, ich brauche dich. So mit dem Beleuchtungsdimmer. Jawohl, einmal hoch damit. Langsames Tempo, nö. Was ist das denn? Slow Speed. Weiß ich nicht. Bremstest normal. Das ist ABS, das ist das Makro. Ventilatorgeschwindigkeit. Klimakontrolle. Jetzt haben wir hundertprozentige Kontrolle über den Klimawandel. Hier ist sonst nichts bedienbar. So, hier haben wir eine Pfeiftafel. Ne, doch nicht. Ich dachte kurz, dass da würde ein W da drauf stehen für Whistle, aber das ist nicht der Fall. Auch schön. Gefällt mir die Beleuchtung. Oh, Licht. Oh, ist auch okay. Schönes Tunnelportal. Oh, wir müssen jetzt halten. In Longyearbyen. Noch irgendwas? Motorraumbeleuchtung, aha. Sonst nichts. So. 0,8 Meilen noch. Jawohl, Signal ist grün. Ich hoffe, die 15 gelten jetzt nicht gleich für uns. Nee. Schön die Schienenstoßgeräusche. Und wir sehen jetzt gleich den Bahnsteig vor uns aufploppen. Da hinter der Kurve. Da ist er auch schon. Mit einem HST, der sich dort versteckt hat. Sehr schön. Also gefällt mir sehr der Fahrplan. Viel los, viel los. Sieht nach einem sehr kurzen Bahnsteig aus. Allerdings müssen wir den komplett ausnutzen, sonst. Wird das nix?
auch safe nicht rein. Ich fahre noch ein bisschen weiter nach vorne. Und jetzt halten wir an. Aber hier passen wir doch nicht mit dem ganzen Zug drauf, oder? Nee. Also wie wir hier halten sollen, ist mir ein Rätsel. Weiß ich jetzt auch nicht, wie man sich das gedacht hat. Hier in Long Eaton. Na, hier waren wir schon mal. Hier unten sind wir schon mal lang spaziert. Da erinnere ich mich dran. So, kann mal den Türen dabei zusehen, wie sie zugehen. Schön, wie die Fenster da hochklappen. Und hoffen wir mal, dass wir wieder den Motor starten können. Oh, da kommt schon der nächste Zug. Wahnsinn. Im Blockabstand gefühlt. So, Motor startet. Bremse ist auch gelöst. Wir schalten Leistung auf und fahren zu unserem letzten Halt, Derby Station. Leistung rein. So, wie lange brauchen wir dahin? Wir sollten 10 Minuten verbrauchen. Geschafft, einfach so unglaublich viel Verspätung aufzubauen. Wahnsinn. Also Vollstoff, einmal höchste Fahrstufe rein und ab geht der Günther. Stellen wir uns mal hier an dieser Überführung hin. Sehr schön. Oh, keinerlei Weg oder so hier, aber so, ab hier dürfen 100 gefahren werden. Dann machen wir das auch.
Flugzeug ist jetzt nicht perfekt. Ne? Ja. Aber es kann auch einfach sein, dass das Connecting des Zuges auch wirklich sehr, sehr schwierig ist. Solche Dinge haben auch gar nicht zustande kommen. Ich habe ja selbst, das müssen wir bestätigen, genau. Ich habe ja selbst für Skyhooks 187 auch schon mal Repaints erstellt und da ist zum Beispiel das Mapping auch nicht besonders gut. Da gibt es einige Stellen, die spiegeln dann irgendwie komisch, egal was man macht. Also ich will da jetzt gar nicht der Person, die das Repaint gemacht hat, irgendwas vorwerfen. Schön finde ich es nicht auf jeden Fall. Und meinen nicht allzu hohen Ansprüchen genügt es, also nicht die hohen Ansprüche an Repaints, mit denen ich mich jetzt nicht auskenne. Mir ist es auch egal, wenn jetzt hier auf dieser Strecke so ein Intercity rumfährt, der hier niemals vielleicht rumgefahren ist. So, das, I don't care. Na, das wäre jetzt anders auf so einer deutschen Strecke, wenn mir da jetzt irgendwie jemand so ein Repaint hinklatscht, irgendwie in so einem Verkehrsrot, das nicht mal wirklich Verkehrsrot ist, sondern irgendein anderer Farbton mit so ganz schlecht DB drauf gemalt, dann würde ich sagen, also das Repaint werde ich mir jetzt nicht runterladen. Aber hier so für einen Zug und eine Strecke, wo man sich jetzt nicht so extrem auskennt, ist das in Ordnung. Ich glaube, das Treatment ist trotzdem gut. Also, hier müssen wir nicht halten. Ein Glück. Noch ein bisschen kurzer Bahnsteig hier. So, 2 Meilen, dann müssen wir mal halten. In einer Meile dürfen wir auch nur noch 75 Meilen pro Stunde fahren. So, ich nehme mal eine Bremsstufe rein. So, 75 sind erreicht. Bremse wieder lösen. Und bis Derby sind es auch nur noch etwas mehr als 1 Meile. Schön hier haben wir das Wasser. Sehr gut. Wird bestätigt. Und wir bremsen. Lassen wir die erste Fahrstufe drin, solange bis wir den Bahnsteig erkennen. Der da vorne auch, glaube ich, schon ist, oder? Hier rechts noch ein Depot, an dem wir vorbeifahren. Ich glaube, hier sind es auch nur noch 55. Genau, 500 Yards halten wir dann an. Und dort endet auch unsere Fahrt heute. Wir lassen rollen, sind ja eh schon zu spät. Was sollen wir jetzt noch groß die Zeit aufholen? Oh, aber der Bahnsteig ist irgendwie, also der Bahnhof ist schön. Die Bahnsteigsüberdachung, die Konstruktion finde ich sehr interessant. Und wir halten, ich würde sagen hier bei 5B. So, turn off und damit haben wir es auch für heute geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und
Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal mit dabei seid. Alles Gute, alles Liebe, tschüss und auf Wiedersehen.